Das Orkantief Emir sorgt am Donnerstag für schwere Sturmböen und Starkwind in Deutschland. Der Klimatologe Dr. Carsten Brandt warnt vor den Auswirkungen. In Frankreich hat Emir bereits für massive Stromausfälle gesorgt. In der Nacht zum Donnerstag erreichte Emir mit bis zu 164 Kilometern pro Stunde den Südwesten Englands. Aber auch in Deutschland sind die Auswirkungen spürbar. In Nordrhein-Westfalen beeinträchtigen mehrere umgestürzte Bäume den Zugverkehr. Der Flughafen BER muss aufgrund der Sturmlage mehrere Flüge streichen. Wetterexperte Dr. Carsten Brandt kritisiert im Zuge seiner Warnung auch den Deutschen Wetterdienst. Denn der habe keine amtliche Unwetterwarnung für die betroffenen Regionen ausgesprochen. Das würde zum Beispiel Kinder auf dem Heimweg von der Schule gefährden.